Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Heute mal wieder an einem Donnerstag, wobei wir am Sonntag auch wieder am Start sind. Das heißt, diese Woche sogar zweimal. Das heißt aber nicht, dass wir die Zeit jetzt hier mit Quatschen verschwenden, sondern wir starten direkt mit einer Partie. Und da schaue ich mal, wen mir der Zufallsgenerator denn so beschert. Die 8. So, oh, jetzt kommen gerade noch welche rein hier. 2, 4, 5, 6, 7. Ach, die Anna! Wo ist sie hin? Jetzt ist sie weggesprungen. Da. Und wir machen das Ganze einmal groß. Bevor ich anfange zu spielen, schaue ich mal kurz, ob auch alles okay ist, ob ihr mich sehen und hören könnt. Anna, sehr, sehr witzig. Anna hat im Chat geschrieben, wenn wir spielen können, dann bitte erstens E4 von dir. Sehr gut, dass ich noch in den Chat geguckt habe, wobei E4 bei mir eh sehr wahrscheinlich ist, aber... So kann ich den Wunsch natürlich auch sehr, sehr gerne erfüllen. Aber witzig, dass sie das gerade noch geschrieben hat. So, eieieiei, womit habe ich das denn verdient hier? Springer C6, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Wobei ich glaube, wir werden auch immer darum gebeten, das mit Schwarz zu spielen. Ich hatte das sogar, glaube ich, schon mal in einer Turnierpartie und dann habe ich mich geärgert im Nachhinein, dass ich das so gespielt habe, weil dann bin ich in irgendeinem schlechten Skandinavier gelandet, nachdem ich auf D5 geschlagen habe. Deswegen versuche ich es jetzt mal mit E5, wobei ich damit auch nicht so glücklich bin, weil Schwarz jetzt hier gut das Feld F5 unter Kontrolle bekommt. Also ich muss mir das nochmal genau anschauen, wie man dagegen so spielt. Ich könnte jetzt natürlich hier irgendwie Attacke machen am Königsflügel. Ich bin mir zwar sehr sicher, dass das nicht die optimale Spielweise dagegen ist, aber im Blitz ist ja alles möglich. Deswegen versuche ich das mal. Ich sollte nur aufpassen, dass bevor ich G4 spiele, irgendwie... Erschreck mich doch nicht so, Anna. Ich wollte gerade sagen, dass ich, bevor ich G4 spiele, erstmal Läufer E3 mache, damit Dame H4 nicht so schlimm ist. Weil jetzt habe ich natürlich noch G3 gehabt. Und da ich eh G4 spielen möchte, hat mich das jetzt nicht so gestört hier, dieser Damenausfall. Aber es war erstmal ein kurzer Schockmoment. So, jetzt ziehe ich erstmal meinen Springer weg vielleicht, damit sich der schwarze Läufer nicht dagegen abtauschen kann. Und im richtigen Moment, vielleicht spiele ich auch erst H4 noch, weil jetzt der Springer auf H6 auch verhindert, dass Schwarz sich dann ein Luftloch machen kann. So, überlegen, wie es am besten ist. Okay, ich spiele erst H4, dann Läufer F2. Also ist alles sehr kreativ hier. Aber mal schauen. Ich könnte auch Springer H3 spielen. Oder auf H6 nehmen. Ach, das ist ja jetzt hier schon wieder ein Luxusproblemchen. Ich muss nur auf jeden Fall schnell spielen. Ich glaube, wenn mir das hier schon so angeboten wird, dann nehme ich da einmal raus, dann Dame F2 mit der Drohung G4. Jetzt kann ich auch gleich G4 spielen, meine ich. Ja, wobei, ist vielleicht gar nicht so gut. Okay, ich roche hier erstmal.
das Problem, oder was heißt Problem, aber jetzt hat ja Schwarz doch wieder ein Rückzugsfeld für den Läufer, sodass ich damit ja erstmal keine Figur gewinnen würde. Und ja, deswegen warte ich erstmal ab, was Schwarz hier spielt. Aha, sie möchte das Zentrum öffnen, weil mein König da ja auch noch in der Mitte steht. Aber ich versuche mal hier die Dame zu fesseln. Okay, vielleicht kommt jetzt D3, aber dann kann ich wahrscheinlich Dame E3 ganz gut spielen und dann ist der D3 ja auch nicht mehr so gut zu decken. So war zumindest der Plan. Mein nächster Plan sollte auf jeden Fall mal wieder sein, schneller zu spielen. Das kann ich ja immer nicht so besonders gut. Deswegen schaue ich auch, bitte verzeiht es mir, nicht so viel in den Chat, weil ich sonst alle Partien gefühlt auf Zeit verliere. So, wohin? Nach E2 oder nach C2? Das ist hier die Frage. Ja, leider hängt auch der E5. Dachte eigentlich, dass ich dann auf H6 nehmen kann. Ich weiß noch nicht, wie riskant das ist mit der Dame da. Ich glaube, ich gehe besser mal in Endspiel. Da muss ich nämlich hoffentlich nicht mehr so viel nachdenken, wobei das natürlich alles andere als einfach ist hier. So, jetzt mit mehr oder weniger Tempo meinen Springer ins Spiel bringen. Jetzt droht G4, weil dann der E6 hängt. Oh, den habe ich natürlich jetzt übersehen. Das war blöd. Kann ich mir wagen, nach C2 zu gehen? Ich traue mich einfach mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nicht so schlau war. Aber mal gucken. Die Idee war, dass jetzt der E7 noch hängt, aber ich sehe gerade, mein Springer kommt dann ja nicht mehr raus. Also wenn sie jetzt auf H1 nimmt, ja, ich habe es befürchtet, dann habe ich jetzt gleich hier ein Problem mit meinem Springer. Ja, das war echt blöd. Jetzt muss ich... Oh Mann, ich muss schnell spielen, aber ich kann den Springer da auf, den kann ich nicht fangen, glaube ich. Ach, was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Sehr, sehr ungünstig. Irgendwie versuchen zu tricksen, aber ich weiß nicht wie. Jetzt geht auch C5, glaube ich. Na gut, dann kann ich auf H1 nehmen. Das sieht ja jetzt aber auch ein bisschen gekünstelt aus von ihr, aber wahrscheinlich reicht das locker. Okay, ich versuche mir jetzt mit meinem A-Bauern jetzt so weit vorne, nach vorne zu preschen, dass der gleich eine Gefahr für sie darstellt. Das war jetzt aber natürlich sehr gemein.
Okay, wie geht's jetzt weiter? Ich werde jetzt hier erstmal einen Bauern abholen. Schade, das hat sie gesehen. Ich muss ein bisschen mehr mit Pre-Moves arbeiten, habe ich das Gefühl. Und ich habe leider so gar keine Zeit mehr. Wie ist das denn jetzt Remis geworden? War das dreimal gleiche Stellungs... Ach ja, steht ja auch da. Ich glaube, das war von Anna nicht beabsichtigt. Aber ich vermute fast, dass die Stellung... Moment, das muss ich jetzt mal schauen. Wie kann man das auf Gewinn spielen als Schwarze? Ich gucke erstmal ganz kurz in den Chat, bevor ich hier analysiere. Okay, ihr habt mega viel geschrieben. Ja, also auf jeden Fall stimme ich euch total zu. Anna hat super gespielt. Ich habe auch nicht so toll gespielt, aber das tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Das war schon sehr, sehr gut. Okay, mal schauen. Also die Endstellung. Wie kann man die noch auf Gewinn spielen? Okay, wenn ich einfach mal mit meinem König hin und her ziehe... Dann ist es schwierig, weil sobald der schwarze König hier weggeht, greife ich den Springer an und der muss ja vom König gedeckt werden. So, und jetzt kann ich wieder hin und her ziehen. Und die Bauern kommen nicht nach vorne, weil mein Läufer ja noch da ist. Aber ich kann, glaube ich, auch nicht auf Gewinn spielen. Weil, nee, sobald ich hier den Bauern gebe, kann sich der Springer dagegen opfern. Das wäre nicht so schlau, weil dann ist Schwarz hier einfach schneller mit den Bauern. Ja, also ich glaube fast, das war Remis. Aber davor natürlich nicht. Also irgendwann stand ich so richtig schön schlecht. Hier, wo ich eingestellt habe, wo war denn das? Also ich denke, hier stehe ich noch gut oder zumindest okay. Und dann, wie habe ich das denn geschafft hier eigentlich? Ach ja, ich dachte ja eigentlich, ich wäre besonders schlau, hier König C2 zu spielen. Natürlich Quatsch. König D2 muss ich machen. Na, weiß ich nicht genau, wie die Stellung einzuschätzen ist. Springer schlägt B2, kann ich wahrscheinlich hier nehmen. Ja, und dann habe ich Läufer B3. Also vielleicht kann man gar nicht auf B2 schlagen. Vielleicht eher sowas hier, aber auch jetzt kann ich hier... Ach nee, jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, dass ich mit meinem Springer nicht rauskomme. Das heißt, hier muss ich erst Turm H2 spielen. Ja, unklar, sage ich mal. Ach, oh, König A6. Mal gucken, Moment. Aha. Das ist natürlich eine Idee. Ja, krass, dann muss man hier als Schwarzer wahrscheinlich so spielen.
Und jetzt, obwohl, auch das. Das ist ja super spannend. Hätte man tatsächlich mit Weiß noch auf Gewinn spielen können? Interessant. Schauen wir mal, was die nächste Partie so zu bieten hat. So, wo habe ich denn hier meinen Zufallsgenerator? Hier. Und wir haben die 10. Diesmal zähle ich von unten. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Panther Chess. Diesmal schwarz. Und da ich eh nicht in den Chat gucken kann, während ich spiele, kann ich leider auch keine Eröffnungswünsche entgegennehmen. Außer den von Anna habe ich zufällig mitbekommen. Aber ich werde dafür versuchen, schön meine Partien zu kommentieren und nicht ganz so viel rumzuquatschen, wie wir es mit Nico häufig machen. Aber da kann man sich das ja auch eher leisten, wenn man zu zweit ist. So, wie geht's jetzt hier weiter? Achso, ich habe mir übrigens gemerkt, ich hatte vor der ersten Runde 2,92. Das heißt, ich bin jetzt schon mal im Rückstand, dank der lieben Anna. Aber mal gucken, der Abend ist ja noch lang. Da kann noch was passieren. Ich versuche hier mal am am Damenflügel etwas zu arrangieren. Frage ist nur, wie? Erstmal möchte ich aus der unangenehmen Gegenüberstellung hier von der Läuferdiagonale rausgehen. Und sobald der C-Bauer vorgerückt ist, ist das ja auch nicht so ein Problem. Dann kann der Turm hier ja auch immer ganz gut schwenken. E5 ist häufig auch eine Idee in solchen Stellungen, um dann die Fesselung hier auszunutzen. Aber meist nicht in Kombination mit B5. Deswegen verkneife ich mir das jetzt, glaube ich, mal. D5 ist tendenziell natürlich auch eine Option. Ach, das ist immer schwierig, wenn man so viel Auswahl hat, dann kann ich mich immer nicht entscheiden und mache meistens Quatsch. Also, was ist die Idee von A3? Wahrscheinlich gleich A4. Aber dann hätte ich das zumindest hier schon mal geklärt und kann mich dann volle Kraft, naja, oder auch nicht. Soll ich jetzt doch noch E5 spielen? Irgendwie möchte ich so gerne E5 machen. Ich glaube, dann werde ich das auch einfach mal tun. Also die Idee ist, dass man dann eben die Fesselung hier ausnutzt. Wenn er schlägt, kann ich Springer G4 machen und anschließend dann mit dem Springer auf E5 schlagen. Jetzt ist zumindest E5 von Weiß keine Drohung mehr. Das ist sonst häufig unangenehm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man am schlauesten wieder nimmt. Glaube ich. Oder so, jetzt droht natürlich. Ich versuche mal auszunutzen, dass die Dame hier auf C2 steht und ich dann eventuell hier mit dem Springer schön rein kann. Mit Tempo. Der E5 läuft mir ja erstmal nicht davon, wobei ich ihn jetzt schon zeitnah schlagen sollte, weil jetzt ja auch der Läufer gedeckt ist. Aber es ist gar nicht so einfach für die Dame jetzt ein vernünftiges Feld zu finden. C1 würde zum Beispiel hier in so eine schöne Gabel reinlaufen.
Aber gut, Dame B1 macht natürlich Sinn. Wenn der Springer schlägt, muss ich mir jetzt erstmal überlegen, ob ich meinen Läufer tauschen möchte oder nicht. Eigentlich will man den immer nicht hergeben. Den schönen Königsindischläufer. Deswegen werde ich... Oh, mit dem Läufer. Nehme ich trotzdem mit dem Bauern, um jetzt hier auch die D-Linie frei zu haben. Der Läufer ist zwar jetzt erstmal nicht so gut durch den eigenen Bauern hier eingeschränkt, aber der kann ja über H6 oder sonst auch später über F8 wieder mit ins Spiel kommen. Oh, und jetzt kann ich gleich hier meinen schönen Turmschwenk durchführen. Das werde ich jetzt vermutlich auch tun. Sonst würde ich ja weiß vermutlich die D-Linie überlassen und das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt steht er zwar hier etwas ungünstig vor meinem Läufer, man kann sich ja aber demnächst auch nach D3 bewegen. Läufer H6 ist jetzt auch tatsächlich mal eine Drohung, weil jetzt ja auch der Springer gefesselt ist. Achso, der E5 hängt, ist aber kein Problem, weil dann auch der Springer hängt. Ich habe gerade mehrere Optionen, die ich durchrechne. Läufer A6 mit der Idee Läufer E2. Oder Springer D3. Ich finde Läufer A6 jetzt erstmal schöner, um alle Figuren ins Spiel zu bringen. Ich muss wieder auf meine Zeit aufpassen. Das ist jedes Mal das Gleiche, ne? Gegen Anna gerade auch schon mega Zeitnot. Ah ja, ihr erinnert euch an unsere Dating-Show von letzte Woche. Ja, ich weiß, die Zeit ist knapp. Jetzt sieht das materiell ja schon erstmal ganz gut aus. Jetzt muss ich nur doch das mit der Zeit hinkriegen und dabei auch schaffen, nicht meine Stellung zu versauen. Es sind schon ganz schön viele Herausforderungen hier, aber ich hoffe, ich schaffe das. Es sind ja auch nicht mehr so viele weiße Figuren auf dem Brett. Das ist dann ja mal schon mal hilfreich, wenn man nicht auf so viel achten muss. Und 1:20 ist ja auch nicht so katastrophal, da hatte ich schon Schlimmeres. Wie wird das jetzt matt hier? Darf nur nicht Patt setzen. Aber gut, dafür sind ja dennoch zu viele weiße Figuren auf dem Brett. Ach nee, da sollte ich nicht hin. Da stellt die Dame ein. Oder fast. Also nein, hätte nicht eingestellt, aber getauscht. So, und das ist doch jetzt ein schönes Matt. Easy Rider. Ja, da muss ich natürlich drauf aufpassen, das stimmt. Oh ja, Heike, du hast natürlich recht. Das ist auch was wir uns schon ganz lange wieder vorgenommen haben, mal wieder einen Bericht zu schreiben. Ja.
Morgen fahre ich ein bisschen Zug. Vielleicht habe ich da ein bisschen Zeit für. Was kann man zur Partie sagen? Was war denn das nochmal für eine... Ach ja, das war königsindisch, aber mit weißem Aufbau ohne C4. Ja, ich glaube, mein B5-Plan war nicht der allerbeste. Vielleicht sollte man direkt hier irgendwie mit E5 spielen. Ich denke, das ist ein bisschen besser. Ach ja, und dann hier mit der Fesselung. Ich glaube, hier hätte ich auch nicht mit dem Läufer geschlagen, sondern wenn, dann mit dem Springer, denke ich mal. Aber hier habe ich mich schon ganz wohl gefühlt. Weiß nicht genau, vielleicht A3 auch nicht der beste Plan. Nächste Runde. Wo ist denn der Zufallsgenerator hin? Ach, da ist er. Die 3. 1, 2, 3. Oh, schon wieder weiß. Heute ist irgendwie mein Glückstag, habe ich das Gefühl. Ach ja, jetzt weiß ich, warum der Zufallsgenerator mal weg ist, weil ich den wegklicke, damit ich eure Chat-Beiträge lesen kann. Okay, los geht's. Lieber Chessplayer. Oh, wir haben einen Franzosen. Soweit kenne ich mich noch aus, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern. So, hier sollte man immer auf C5 schlagen, weil wenn man das nicht tut und gleich lang rochiert, dann kommt C4 und dann so ein fürchterlicher Angriff. Ging das denn nochmal? Ja. Also den bietet man immer ganz gerne zum Tausch an, weil dann die Struktur, falls Schwarz schlägt, ganz gut für Weiß ist, wegen diesem schlechten Läufer hier auf C8. Ich glaube, normalerweise deckt Schwarz jetzt irgendwie die Dame oder spielt A, ja genau, B4 und dann A5. Mit der Idee, dann den Läufer nach A6 zu bringen. Und dann kann man ein Bauernopfer hier mit F5 spielen. War das jetzt hier in dieser Stellung? Oder erstmal gerade. Jetzt droht ja auch nicht mehr, also was heißt drohen? Es hat ja auch vorher nicht gedroht, aber jetzt ist Springer schlägt D3. Kein Problem mehr. Aha. Werde ich mir gleich das Feld D4 unter den Nagel reißen und mit einem meiner Springer besetzen und vielleicht versuchen, Läufer A6 zu verhindern. Das wird aber schwierig sein. Deswegen versuche ich lieber hier die Bauernstruktur anzugreifen. Mein König kommt jetzt hier nach E3. Dann mein Springer auf D4, Türmer auf C1. Ist zwar nicht ganz so schön wie das Endspiel, wenn die Bauern noch auf A6 und B5 stehen, aber eigentlich gefällt es mir trotzdem ganz gut.
Vielleicht ist es ein Problem, wenn B schlägt A3 kommt nebst Springer B4, dass ich hier auf D3 mal Probleme bekomme. Deswegen kann ich vielleicht den Springer hier gleich mal abtauschen. Wäre natürlich auch eine Option gewesen, mit dem König auf D4 zu schlagen. Da habe ich noch ein bisschen zu spät drüber nachgedacht. Wie geht's jetzt weiter? Ach so, Turm C3 könnte schon durchaus unangenehm werden. Ich will eigentlich da nicht schlagen. Okay, ich spiele doch erstmal Turm A2 und auf Turm C3 mache ich Turm D1 und decke das einfach erstmal. Und dann ist es für ihn ja auch nicht so einfach, die Stellung zu verbessern. Glaube ich zumindest. Vielleicht irgendwie Läufer. Ja, wobei, wenn Läufer B7 kommt. Ah doch, der ist vielleicht ganz gut, weil ich würde natürlich gerne den Springer B5 spielen, aber dann hängt hier der B3. Ich kann meine Figuren auch nicht so richtig bewegen, leider. Vielleicht muss ich versuchen, hier drüben Königsflügel was zu versuchen, mit F5 zum Beispiel. Und dann hier versuchen, schnell mit den Türmen rüber zu schwenken. Aha, die Idee hat er jetzt auch. Schlagen oder nicht schlagen, das ist hier die Frage. Ich lasse erstmal stehen und spiele gleich Turm A4 und greife den B4 an. Der Turm kann sich ja nicht bewegen. Wahrscheinlich am schlausten. Wobei der Lauf hat auch nicht so viele Felder, weil wenn er nach B7 geht, dann kann ich ja gleich mit Tempo wieder angreifen. Was ich auch tun werde. So, dann kann Turm C2 kommen. Ha. Ach so, der Turm hat keine Felder mehr, ne? Hier. Hat doch noch eins. Schade, schade. Och, jetzt kommt hier gleich Turm A2. Das war natürlich ganz schlau von mir. Okay, man muss einsehen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Es kommt leider trotzdem. Mann, jetzt komme ich langsam hier an so einen Punkt, wo ich Quatsch mache. Ich merke das schon. Das ist immer, wenn man dann so einen Plan braucht, quasi. Nee, ich mache erstmal hier. Turm G8 läuft mir ja eigentlich nicht davon.
Kann natürlich hier der nächste Turm reinkommen, aber ich habe ja Fluchtfelder. Und kann gleich mit Schach auf G7 schlagen. Ah, ich hätte zwischenschlagen sollen. Jetzt kann natürlich noch Turm F7 kommen. Ja, am Ende ist die schwarze Stellung dann doch kollabiert. Ich denke, der Springer ist ja einfach ganz stark. Also das komplette Endspiel eigentlich. Auch wenn der schwarze Läufer ja erstmal recht vielversprechend aussah auf A6. Und hier dann auch mit dem Turm den D3 angegriffen hat. Aber ich glaube, in dem Endspiel ist einfach der Springer, vor allen Dingen wenn er dann auf D4 steht, dem Läufer deutlich überlegen und hält hier eigentlich alles zusammen, ne? Also sowohl den B3 deckt er, als auch hier irgendwelche Einbruchsfelder auf C2. Und ich glaube, hier hätte ich vom. Ach nee, ist hier gar nicht. Hier hätte ich Läufer B7 gespielt. An schwarzer Stelle und dann muss man mit Weiß auch erstmal schauen, wie man weiter fortsetzt. Vielleicht tatsächlich mit F5 und dann hier irgendwie auf E6 nehmen und dann schnell beide Türme auf die F-Linie. Das wäre wahrscheinlich eine Option gewesen. Als Generator. Und es ist die Nummer 4. Diesmal wieder von unten. 2, 3, A, TDL. Mit dir habe ich bestimmt noch 5 Hühnchen zu rupfen, gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie unser Score ist. Kann ich das hier irgendwo sehen? Oh, meine Bilanz 0 zu 1. Das heißt, wir haben noch gar nicht so oft gespielt. Oh, aber ich sollte starten, sonst kommt hier Verbindungsabbruch. Also einmal nur gespielt, aber das eine Mal kann ich ja auch rächen. So, wir haben hier Italienisch auf dem Brett. Anna hat Eröffnungswunsch geäußert. Eigentlich, bei dir hat es ja ganz gut geklappt gegen mich, aber ich vermute, meine Gegner wissen besser als ich, wie man das spielt. Ist nicht ganz Hauptvariante, was ich hier spiele. Aber ich mag das eigentlich, so diesen Aufbau. Vor allen Dingen, wenn. Man dann als Weißer so seine Ideen spielen kann. Und man das ja selber auch häufiger auf dem Brett hat. Und als Schwarzer man sich dann häufig nicht ganz so gut auskennt. Beziehungsweise auch einfach die Eröffnung so harmlos wirkt, aber dann im Endeffekt vielleicht gar nicht ist. Jetzt versucht er mir das hier einfach mal nachzumachen. Na gut.
Ich habe ja noch nicht kurz rochiert, da kann ich mir solche Spielchen erlauben. Beziehungsweise häufig rochiert man dann trotzdem noch kurz. Bringt erstmal den Springer nach G3, dann hat man dann ein schönes Feld auf F5. Und gerade wenn dann Schwarz hier irgendwann auf C3 nimmt, kann man es sich dann nicht mehr erlauben, lang zu rochieren. Kommt wahrscheinlich gleich Turm D8, aber den D3 kann ich zum Glück ganz gut decken. Das ist meistens recht unangenehm, wenn Schwarz dann mit B5 ankommt. Ich mal gucken, wie ich darauf reagiere. Also ich habe jetzt verschiedenste Optionen. Springer H5 sieht irgendwie nett aus, Springer F5 sieht auch nett aus, G5 sieht nett aus. Kann ich mich noch nicht so recht entscheiden, wie ich weitermache. Okay, jetzt ist Springer H5 schon mal nicht mehr ganz so attraktiv. Dann entscheide ich mich mal für G5. Also Springer H5 war halt noch schöner, als der Turm noch auf D8 stand. Dann, aha. Der ist natürlich gar nicht so blöd, der Zug. Ich schlage, dann habe ich da diese ungünstige Fesselung. So, ich dachte, er macht erst Springer F4. Gar nicht so einfach jetzt hier. Gut, das Feld D8 ist kontrolliert, das heißt, Turm D8 funktioniert jetzt erstmal nicht. Springer G4 kann natürlich unangenehm werden, um dann da auf den schwarzen Feldern einzusteigen. Aber der Springer auf F4 stört mich ehrlich gesagt doch ein bisschen. Den hätte ich da gerne weg. Frage ist nur, wie ich das hinkriege. Okay, Läufer B2 droht. Frage natürlich, ob das schlimm ist. Na gut, man kann es ja verhindern. Man muss ja nicht unnötig Risiko eingehen, wenn man relativ einfach die Drohung abwehren kann. Wobei direkt Springer G4 natürlich auch spannend gewesen wäre. Rochade, dann hängt immer der H3. Das hatte mich daran etwas gestört, wobei das vielleicht auch kein Problem ist, ne? Jetzt will er es aber wissen hier. Ich glaube, ich nehme erstmal ein bisschen Material mit. Was man hat, das hat man, ne? Jetzt komme ich hier. Ach nee, das geht ja nicht.
ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt wirklich hier Rochade. Und pfeife erstmal auf den H3, den will er gar nicht haben. Umso besser. Oh, Springer D4. Ah. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Ich dachte, okay, der C3, wen stört das schon? Aber dass damit jetzt hier so ein Feld frei geworden ist. Ich bin so blöd, es geht ja immer noch, oder? Na gut, jetzt kann ich schlagen, okay. So, wie mache ich jetzt weiter? Erstmal Schach geben, es könnte ja matt werden. Oh, meine Zeit schon wieder, ne? Leute, Leute. Jetzt fange ich wieder an, schlecht zu spielen. Ich merke das schon richtig, ne? Ihr auch, wahrscheinlich. Wie stelle ich jetzt so alles ein? Bis gerade war ich noch ganz glücklich, so mit meiner Spielweise. Inzwischen nicht mehr so. Ich habe keine Zeit mehr. Schade, 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 weil ich glaube, das war vom Partieverlauf nicht verdient, dass ich verloren habe, auch wenn ich zwischendurch alles Mögliche eingestellt habe, aber TDL mindestens genauso viel. Oh, stimmt, Turm A8 und Matt. Das wäre natürlich eine Idee gewesen. Okay, ich muss das nochmal genau anschauen hier. Also hier muss ich sehr gut stehen. Ich habe was mehr. Gut, mein König ist schwach, das stimmt natürlich. Und das Feld D4 ist ein Problem, was ich ja erstmal ignoriert habe. Aber ich glaube nicht, dass das genug Kompensation ist, eigentlich. Und dann später, okay, dann habe ich hier irgendwie übersehen, dass mal Springer D4 ging. Ich weiß nicht genau. Hier war es dann schon wieder okay. Ja, aber es ging vielleicht auch immer mal Läufer F5 gefolgt von Springer D4. Halt ziemlich kompliziert die Stellung. Wahrscheinlich hat Schwarz schon ein bisschen Kompensation, gerade dann, nachdem der D3 gefallen ist. Aber dann später muss es eigentlich nochmal richtig gut für mich gewesen sein, hier, nachdem ich mit den Türmen dann in die Stellung gekommen bin. Und das stimmt natürlich hier, Turm A8, solche Spielchen. Okay, das muss ich noch machen, Schach, so. Okay, alles tutti. Was denn jetzt mit Turm A8? Sieht schon ganz schön matt aus. Und ich habe das komplett nicht gesehen. Also das ging ja mehrere Züge lang. Das ging ja die ganze Zeit, wo ich hier meinen Bauern nach vorne gespielt habe. Ich
Ich war darauf besessen, schnell zu spielen. Selbst jetzt ganz am Ende noch. Also hier stehe ich, glaube ich, auch schon wieder auf Gewinn, hätte ich gesagt, weil es ist ja kein Dauerschach. Mein Bauer ist bald durch. Ich habe eine Qualität immer noch mehr und Turm E8 ist immer noch eine Drohung. Aber das... ach nee, jetzt hängt der F6. Okay, verstehe. Dann ist es hier vielleicht... Wobei, sobald Turm schlägt F6 kommt, A7, der ist ja nicht mehr aufzuhalten. Achso, stimmt, das ist natürlich noch eine Verteidigungsoption. König H6 und Läufer H7. Aber okay, die Endstellung ist, glaube ich, trotzdem nicht zu halten für Schwarz wegen dem Bauern. Oder geht Läufer E4 noch? Wobei, dann habe ich auch Turm schlägt F7 noch. Kompliziert. Oder ich kann jetzt auch auf E5 vielleicht schlagen. Naja, war ja eh keine Zeit mehr da, von daher. Was? Remis die Endstellung? Das glaube ich nicht. Wo willst du da Dauerschach geben? Ich bin ja jetzt schon entkommen hier mit meinem König. Gut, aber Zeit ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, deswegen brauche ich dem jetzt nicht hinterher zu trauern, sondern schau lieber, dass ich die nächste Partie etwas schneller spiele wieder. Die 7. 3. 4, 5, 6, 7. Ah, nee, kein Premium. Dann kommt der Mittelschnauzer dran. Ich bin 9 Punkte hinter meinem Soll. Wird Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Boden gut mache. Oh, wir haben wieder so eine G3 Königsindisch Aufbaustellung. Wenn D4 kommt, genau, dann sind wir jetzt hier wieder in, naja, Hauptvarianten. Weiß ich nicht, aber zumindest in der Haupttheorie. Oh, A3 ist ja interessant. Den kenne ich nicht. Das macht ja aber nichts. Ich spiele einfach das Gleiche, was ich sonst auch spiele. Wobei das natürlich manchmal gefährlich sein kann, weil es nicht immer gut ist, den Stiefel einfach so runterzuspielen. Aufpassen muss man jetzt so auf Manöver, wenn der Läufer quasi von der Diagonale weggeht und dann plötzlich der Springer hier irgendwie kommt und dann mein Läufer da auf verlorenem Posten ist. Aber das merkt man ja meistens, wenn der Gegner sowas vorhat. B5 ist jetzt mal wieder vielleicht mein Plan. C5 wäre auch interessant gewesen, aber das passt natürlich immer nicht so gut mit A5 zusammen. Irgendwie haben wir gerade gewisse Parallelen zu der Partie vorhin, aber ein bisschen anders sieht es schon aus. Was? Ungewöhnlicher Aufbau?
Ah, das ist eigentlich eine recht normale Königsinselstruktur. Also ich fühle mich wohl. Das ist ja die Hauptsache, ne? Für meinen Geschmack zwar schon ein bisschen zu viele Figuren runter. Aber noch genug, um anzugreifen. Wenn jetzt auf B5 geschlagen wird, weiß ich gar nicht, ob ich mit dem Turm schlagen soll. Also normalerweise nimmt man ja mit dem Bauern, aber hier könnte es auch ganz gut sein, mit dem Turm zu nehmen. So, dann hängt der C6 jetzt. Das war der Plan, verstehe. Ich wurschtel hier schon wieder so ein bisschen komisch mit meinen Figuren rum. Wollte jetzt aber selber gerade nicht schlagen, weil ich eigentlich die Diagonale noch nicht öffnen möchte. Das ist ja auch immer ein Angriffspunkt hier für mich, der D4. Ich weiß noch nicht, ob ich Olympiade spiele. Das hängt davon ab, ob ich nominiert werde und das entscheidet sich erst, ich glaube, im April oder Mai. Aktuell würde ich die Chancen, naja, nicht so schlecht, aber auch nicht so gut einschätzen. Ich habe in letzter Zeit wieder etwas Elo verloren. Aber mal gucken. Also ich würde mich natürlich sehr freuen. Es wäre dann meine sechste Olympiade. Das wäre natürlich schon sehr cool. Aber wie gesagt, das liegt leider nicht in meiner Macht. Aber ihr könnt ja ein gutes Wörtchen für mich beim Bundestrainer einlegen. Ich glaube, Olympiade ist dieses Jahr in Batumi in Georgien. Wie machen wir denn jetzt weiter hier? Meine Dame steht so inaktiv. Das gefällt mir noch nicht so gut. Auf E5 möchte ich eigentlich erstmal nicht nehmen, weil mir das nicht gefällt, wenn der Springer da so reinkommt. Vielleicht ist C5 mal eine Idee. Gerade habe ich mich das noch nicht getraut, weil dann D5 käme, was jetzt leider auch wieder eine Idee ist. So, jetzt schon mal hier der Läufer schwach. Glaube, ich mache jetzt hier einfach mal zu. So. Da muss ich mir nie mehr Gedanken machen über Schlagen oder so. Da muss ich mir nur noch Gedanken über meinen C6 machen. Und wo geht vor allen Dingen mein Springer hin? Na, da ist eigentlich nicht so ein optimales Feld.
Aber da deckt er zumindest den C6. Und dann kann ich irgendwann im richtigen Moment F6 spielen. Erstmal Figuren aktivieren. Und dann im richtigen Moment die Stellung öffnen. Und dann die Hoffnung haben, dass man mit dem guten Läufer was ausrichten kann. Schnell spielen. So, jetzt geht natürlich F4, ne? Hätte doch gleich auf E3 schlagen sollen. Diesmal habe ich sogar mehr Zeit, Leute. Ist euch das aufgefallen? Ich möchte nochmal explizit darauf hinweisen, dass ich gerade auf Zeit gewonnen habe. Ja, aber die Stellung ist natürlich auch ganz gut. Ja, also am Ende sicherlich gewonnen. Davor, also ich glaube schon, dass ich hier auch einen Vorteil habe, weil ja, der Läufer auf B2 so schwach ist und ich eben in der Macht habe, wann ich das Zentrum hier angreife und wann ich F6 spiele. Vielleicht hätte Weiß sich so hinstellen sollen, dass man dagegen gewappnet ist, aber es ist vielleicht auch nicht so einfach. Vielleicht irgendwie mit F4 dann das irgendwie zusammenhalten. Aber davor auf jeden Fall gute Partie. War sehr interessant, hier die verschiedenen Manöver. Also auch gerade hier mit E4, E5 war sicherlich eine gute Idee. Vielleicht muss man mit E5 noch etwas warten, damit ich eben nicht die Chance habe, das denn dicht zu machen. Ja, aber spannende Partie, vielen Dank. Nächste Runde. Die 9 ist dran. 2, 4, 6, 8, 9. Schach, Tommy. E4. Heute haben wir tatsächlich eine ganz gute Mischung, glaube ich, aus E4 und D4. Wobei E4 hatten wir bisher nur, als ich Weiß hatte, glaube ich. Aber immerhin. Gibt ja so gewisse Eröffnungen, gegen die ich zumindest ohne Vorbereitung nicht ganz so gerne spiele. Das gehört hier definitiv dazu. E2. Ich kenne immer nur Läufer D3 und jetzt weiß ich immer nicht, was ich machen soll vor lauter Schreck. Mal die ganz billigen Tricks, beziehungsweise aktuell ist ja noch gar kein Trick erst. Ich weiß immer nicht, ob ich mit dem König oder mit dem Springer nehmen soll.
Erst jetzt ist es ein Trick gewesen, aber hat er natürlich gesehen. Spiel erstmal meinen Läufer. Erstmal den Läufer raus. Ah, vielleicht wäre Läufer G4 auch eine Option gewesen, weil dann gleich der E5 hier angegriffen ist. So, kann ich jetzt den A2 schlagen? Ach, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Bauer ist Bauer, vor allen Dingen im Endspiel. Aber so ein bisschen gefährlich sieht das schon aus hier mit meinem König, der da so in der Mitte rumsteht und kein wirklich gutes Fluchtfeld hat. Vielleicht mal F6, König F7. Ja, das habe ich befürchtet. Kann jetzt riskant spielen. Springer 6b4. Aber das ist schon ganz schön riskant, weil dann auch Läufer b5 Schach kommt. Das gefällt mir hier leider nicht so gut. Wahrscheinlich war mein Bauernraub doch nicht so die beste Idee. Nee, ich glaube, das hat gar nicht so eine Bedeutung, warum das zeitversetzt ist. Das ist einfach technisch nicht anders möglich. Deswegen. Und ich glaube, ich denke manchmal so lange nach, dass ihr auch locker meine Gedanken mithören könnt, bevor ihr wieder dran seid. Zu der Stellung müssen wir nachher nochmal zurückkommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man auf A2 nehmen kann und dann den B5 mitnimmt. Oder zumindest jetzt auf F5 schlägt, also statt Turm C1. Weil so habe ich jetzt doch einfach einen Bauern mehr. So, ich kann ja eh nicht mehr rochieren, ne? Aber Entwicklung kann trotzdem nicht schaden. Was mache ich mit meinem König? Erstmal Läuferpaar sichern. Falls ich es bekomme, ja. Und wie geht's denn jetzt weiter? Wenn ich den Läufer woanders hinbringe, dann kann ich König E7 spielen. Das erklärt jetzt auch meinen merkwürdigen Zug hier. Thank you.
Wobei dann natürlich immer noch Läufer Beef hier ein Problem ist. Ach, ist nicht so einfach, ja. Aber Abtausch ist erstmal prinzipiell angenehm für mich. Tommy 1 ist dann natürlich jetzt bald eine Drohung. Aber ich stelle mich einfach mit meinem Läufer dann hier nach D5. Da ist er dann zwar erstmal etwas deplatziert, aber zumindest ist mein König jetzt erstmal safe. So, jetzt will er sich das hier holen, oder was? Achso, es gehen ja eh verschiedene Möglichkeiten. Gut. Ungleichfarbige Läufer finde ich auch nicht so schlecht. Will er gar nicht? Okay, ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Achso, das war jetzt natürlich blöd, dem Läufer hier wieder das Feld zu geben. Und die Zeit spielt wieder nicht so mit, wie ich das möchte. Und so ein Springer ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Im Schnellschach, wenn man da gerne mal was einstellt. Irgendwie versuchen, meine Bauern nach vorne zu bringen. Na toll. Ach so. Hängt ja gar nicht. Zeit. Kacke. Oh nee. Oh, ich habe gewonnen. Hä? Hatte ich jetzt mehr Zeit am Ende sogar? Oh Gott, da habe ich mich ja selber erschrocken. Also, was habt ihr so geschrieben? Oh Mann, ist das immer aufregend hier. Tut mir übrigens leid, wenn ich dann vergesse zu reden, während ich nur noch so wenig Zeit habe. Ich versuche es dann im Nachhinein wieder gut zu machen. Also ich glaube, bei Nico läuft es ganz gut mit der Studienarbeit. Er ist in Osnabrück aktuell. Aber er hatte noch keinen Nervenzusammenbruch, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Und kommt, glaube ich, auch ganz gut voran. Ja,
Was kann man zur Partie sagen? Ja, ich, Schach, Tommy, ich glaube, wir waren beide zu langsam. Ich war mal wieder der Meinung, dass ich ganz gut stand irgendwann. So mit dem Läuferpaar. Und ich hatte ja auch die ganze Zeit einen Bauern mehr eigentlich. Und dann irgendwann hier habe ich angefangen rumzueiern. Dann habe ich wieder einen Bauern irgendwann eingestellt. Hier so. So, wie ist denn jetzt die Situation? Okay, hier habe ich gar nichts weniger. Ich dachte irgendwie. Ja, aber hier ist natürlich schon nicht mehr ganz so gut. Jetzt habe ich zwar Läufer gegen Springer, was ja tendenziell vielleicht auch ganz gut ist. Aber jetzt hängt hier zum Beispiel der C4. Der hing später, glaube ich, auch noch. Ja, ganz am Ende ist es natürlich dann wieder gewonnen. Ich hätte vielleicht auch erstmal auf B3 nehmen können und dann genüsslich da drüben die Bauern abholen, wobei dann ist es vermutlich, weiß nicht, ob man das gewinnen kann, wenn Weiß dann schafft, den H-Bauern zu holen, aber ist gar nicht so einfach mit dem Springer. Gut, und hier hätte man vielleicht G4 spielen sollen. Oder spätestens dann im nächsten Zug. Ja, war so spannend auf jeden Fall. Was, wer hat denn hier gefleckt? Also ich flagge niemals, ich kann das überhaupt nicht, weil ich ja immer eigentlich auf Zeit verliere. Das war ja jetzt eher mal ein Zufall. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber das ist ja auch was Gutes, wenn man seine Schwächen schon mal identifiziert hat. Ach stimmt, hier im Bullet generell habe ich, glaube ich, noch gar keine Partien bei Chess24 gespielt, weswegen ich da auch noch die 1500 habe. Aber das merkt man ja jetzt auch im Blitzen, dass das schnelle Ziehen nicht so zu meinen Kernkompetenzen gehört. Okay, geht's weiter, ne? Hätte ich gesagt. Die 12. Bin ich jetzt wieder von unten dran oder von oben? Weiß nicht. 3, 6, 9, 10, 11. Ah, nein, kein Premium. Anna schon wieder. Ha, das ruft nach einer Revanche. Beziehungsweise ich habe ja gar nicht verloren, aber es hat sich irgendwie so angefühlt. Oh nee, wenn ich jetzt wieder E4 spiele, kommt wieder hier Springer C6. Aber ich überlege jetzt einfach mal und werde jetzt was anderes spielen. So. D5 verhindert. Wenn ich jetzt D4 spiele, kommt auch D5 wahrscheinlich, oder? Wenn ich dann E5 spiele, habe ich schon mal eine bessere Variante als vorhin. Ja, ich meine, Zufallsgenerator ist Zufallsgenerator. Generator, da kann man dann nicht sagen, nee. Das kann ja genauso gut. Ich glaube, Anna war sonst auch noch nicht oft dran. Das heißt, das wäre ja unfair, nur weil man dann zweimal in einer Sendung drankommt, dann zu sagen, nee. Dann wäre es ja kein Zufall mehr. Aber es gefällt mir schon wieder nicht hier. Was jetzt? Ach nee, D5 funktioniert auch nicht. Was mit Läufer B5? Könnte das eine Idee sein? Ja, ich mach das einfach mal. Frage ist, ob ich auf FE dann erstmal Läufer schlägt C3 spiele. C6.
glaube schon. Dann jetzt mit D5. Geht das nicht? Ach, dann kommt A6. Schlägt, schlägt. Okay, also ich kann schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Ich bin, ach so, oh, ich habe nicht groß gemacht, tut mir leid. Mein Zwischenfazit war, ich bin zufriedener als vorhin nach der Eröffnung. Nee, Olli, da stimme ich dir nicht zu, weil dann ist das mit dem Zufallsgenerator Quatsch, dann brauchen wir den nicht zu haben, dann können wir einfach generell Leute dran nehmen. Was ist jetzt mit D5? A6? Also ich habe gerechnet, A6 laufe A4, dann B5, dann schlage ich auf C6. Dann muss Dame schlägt D1 kommen und dann spiele ich Läufer schlägt D1. Ach so, das ist natürlich hier noch ein feiner Trick. Jetzt hängt erstmal der D5. Kann natürlich C4 spielen. Aber ich suche noch nach einer Option, wie ich doch schnell gewinnen kann, aber habe ich nicht gefunden. Schade. Schade, schade. Ich dachte, das funktioniert hier, aber anscheinend habe ich mich da selber ausgetrickst. DC6 geht ja jetzt wieder nicht, weil der Springer gefesselt ist. Ein Ärgernis. Oh, und ich habe keine Zeit mehr, nein. Dann H5 kommt Läufer G6. Schade, dann hat das ja leider doch nicht so funktioniert. Ich habe leider jetzt schon wieder keine Zeit mehr. Das nervt mich ein bisschen. Das lag, glaube ich, daran, dass ich versucht habe, einen Gewinn zu finden. Und das einfach nicht geschafft habe. Jetzt muss ich versuchen, hier aus der Stellung das Beste rauszuholen. Ich habe immerhin das Läuferpaar. Vielleicht nicht mehr lange. Jetzt B5 wahrscheinlich. Und dann bringt mir mein Läuferpaar auch nicht so viel, wenn ich meine Figuren jetzt hier alle zurückziehen muss. Aber es hilft ja alles nichts. Hmm.
Okay, 1:07. Also wenn auf F3 geschlagen wird, schlage ich mit der Dame wieder, mit der Idee, dass dann der F6 hängt. Ansonsten ist jetzt der E4 schwach. Das war natürlich schlau. Möchte nicht tauschen, die Damen, weil erstens verliere ich im Endspiel immer auf Zeit und zweitens habe ich hier ja auch alles Mögliche weniger. Also irgendwie versuchen, in die schwarze Stellung zu kommen, ich weiß aber nicht wie, weil jetzt habe ich auch leider nicht mehr das Läuferpaar. Und meine Türme sind auch noch nicht im Spiel. Also die Anna, die fordert mich heute ganz schön, das muss ich so sagen. Habe ich zumindest mal die Dame etwas ausgesperrt. Frage ist nur, wie viel mir das bringt. Ist hier wieder ein gleiches Ergebnis wie vorhin und war wieder sehr spannend und ich glaube, ich hatte wieder sehr viel Glück. Ja, Anna, sehr gut gespielt. Ich glaube, eigentlich bis zum Schluss gut gespielt, nur dass du Turm E4 zugelassen hast. War, glaube ich, nicht so gut. Wenn du stattdessen, überleg gerade, vielleicht sogar erstmal einmal schlagen auf E1 und dann Springer E4, obwohl. Oder die Dame zurückziehen nach G6. Dann habe ich ja auch kein Angriffspotenzial so richtig. Oder muss ja nicht nach G6 sein, kann ja auch nach F5 sein. Und ja, jetzt hast du zwei Bauern mehr, kommst hier mit dem Turm rein wahrscheinlich, früher oder später. Mein Läufer hängt auch auf C5. Wie hat denn das Ganze angefangen? Ja, ich habe gedacht, dass ich hier direkt gewinne mit E5, aber das hielt alles noch zusammen. Wo war denn das? Ach ja, und dann plötzlich Turm D8 war natürlich gut, wahrscheinlich auch der einzige. Und jetzt habe ich plötzlich hier Probleme mit meinem Bauern. Wenn ich das nicht spiele, wahrscheinlich alles okay, ganz normal weiterentwickeln. Aber so habe ich mir irgendwie selber ins Knie geschossen. Weil das hier plötzlich auch alles, alle Figuren mitgemacht haben. Vielleicht muss ich irgendwie gleich mit F3 spielen oder so, direkt versuchen, das zu öffnen alles. Ich weiß nicht.
Aber war auf jeden Fall sehr spannend. Danke, Anna, für die beiden sehr spannenden Partien. Und danke an euch fürs Mitmachen. Wir sind auch schon wieder fertig für heute. Ging irgendwie mega schnell rum. Ich schaue einmal auf meine Zahl. Ist das jetzt schon die... Ach nee, jetzt muss ich ja noch die 14 da abziehen. Dann bin ich mit ganz leichten Minus rausgegangen, aber also okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder, liebe Leute. Da ist dann auch der Nico dabei. Und dann können wir auch wieder ein bisschen mehr auf den Chat eingehen. Wer noch kein Premium ist, diesmal hatte ich wieder zwei Challenger, die ich dann überspringen musste, weil noch keine Premium-Mitgliedschaft. Das ist eure Chance, auch noch ein bisschen bei zu sparen mit dem Code, den ihr hier seht. Also schließt gerne was ab und dann einfach Lubbe eingeben als Gutscheincode und dann bekommt ihr 15% Rabatt. Genau, und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Morgen ist ja schon Freitag und wir sehen uns am Sonntag wieder und dann auch wieder am Montag zur Lernstunde. Habt noch einen schönen Abend.